Hallo und herzlich willkommen auf eurem GIMP-Tutorial-Kanal. Mein Name ist Michael. Ja, der Winter, ja, der hat jetzt etwas länger gedauert. Es war alles grau und es hat viel geregnet und so weiter. Und ich freue mich total auf den Sommer, ja, auf Sonnenschein, wenn es ein bisschen wärmer wird und so weiter. Und ich habe mir gedacht, ich könnte mal ein sommerliches Foto oder ein Sommerfoto noch mehr farblich, dynamisch verbessern. Und dazu habe ich hier diese Vorlage gerichtet. Die findet ihr wie immer in der Beschreibung des Videos, damit ihr das nachbauen könnt. Und ja, beginnen wir doch einfach damit, dass wir die Ebene hier einmal duplizieren und schalten die untere Ebene aus. Die untere Ebene behalten wir, damit wir später das Ergebnis mit dem Original vergleichen können und somit sehen können, wie sehr sich doch dieses Foto verändert hat, wie es mehr Dynamik bekommen hat und so weiter. Gut, als allererstes brauchen wir einen GMYK-Filter, und zwar über Colors Mixer CMYK. Ja, also der CMYK-Farbraum wird hier bearbeitet. Dazu gehen wir auf Filter, GMYK QT, rufen hier Colors auf und scrollen hier nach unten. Und hier haben wir die Mixer und ich nehme hier den Mixer CMYK. Wir haben hier also Cyan, Farbe, wir haben Magenta, wir haben Yellow, also Gelb, und wir haben einen, ja, diesen K-Key-Factor, in dem wir eben ja, den Effekt steuern können nochmal. Und als allererstes werde ich jetzt hier bei dem ersten Wert einen Wert eingeben von 2.04. Warum 2.04 oder 2 geht auch, ja? Haben wir hier stehen, ihr seht es, weil ich habe das ja schon mal getestet vorher und habe das so, ja, bearbeitet, dass es mir persönlich am besten gefallen hat. Ja, ihr könnt die Werte natürlich immer wieder anpassen, wie es euch am besten gefällt. Dann haben wir hier beim zweiten Wert einen Wert von minus 28.56. Dann gehen wir hier zu dem Magenta-Faktor. Ihr seht hier, da ist das. Wir gehen hier zu dem Magenta-Faktor. Na, warum hat er hier 9? Ich habe doch eingegeben 5, 6. Okay, dann gehen wir hier zu dem Magenta-Faktor minus 28.56. Dann lasse ich das auch draußen hier. Lass mal die 28, die Komma hinten weg. Dann gehen wir hier auf Magenta-Faktor 1.13, habe ich hier. Hat er nicht gemacht, warum auch immer. Und Magenta, den zweiten hier, den Shift-Faktor, zu dem gehen wir auf minus 2.55. Okay, ihr seht, irgendwas hier funktioniert nicht richtig. 2.55. Na, wo haben wir denn den Zweier? Nochmal. Minus 2. Punkt. Da macht er nicht. Wir müssen Komma nehmen. 55. Alles klar. Jetzt ist die Sache auch hier erledigt. Warum wir hier ein Komma nehmen müssen, ist mir ein Rätsel. Auf der einen Seite nehmen wir hier Punkte. Hier müssen wir Komma nehmen. Gut, weiter geht's mit dem Gelbfaktor. Da gebe ich hin 1.09. Schauen wir mal. Oder 1.09. Na, tatsächlich, hier wandelt er um in den Punkt. Das ist ja ganz arg lustig hier. Und hier minus 2.55, ja. Und dann sind wir hier schon bei dem Key Factor. Und bei dem Key Factor geben wir 0.91. So. Und das war's schon. Wenn ich jetzt hier mit der rechten Maustaste draufklicke, dann seht ihr, wie sich das Foto hier schon dementsprechend in warmen Farben darstellt und ja, sommerlicher wirkt, einen sommerlicheren Eindruck bekommt, es dynamischer ist, und das wollen wir. Wir bestätigen mit OK. Normalerweise würde ich jetzt noch nicht unscharf maskieren, aber das mache ich, weil ich die Ebene einmal duplizieren möchte. Normalerweise schärft man am Schluss, aber in dem Sinne hier Filter verbessern, einfach unscharf maskieren, und wir lassen das einfach so stehen, die Standardwerte, und bestätigen mit OK.
So, als nächstes werden wir Folgendes machen. Wir werden die Ebene hier einmal duplizieren und werden einen sogenannten Cross-Processing-Effekt erzeugen. Das ist relativ einfach. Wir gehen hier auf Farben, Kurven und hier, ja, beim Wert werde ich den Wert ein wenig nach oben ziehen, und zwar hier in den Bereichen. Ihr seht das. Normalerweise müsste jetzt hier das... Ah, ich habe die Vorschau hier deaktiviert. Wir müssen also hier das nochmal zurücksetzen und ja, hier in dem Bereich so ein bisschen das Ganze aufhellen, vielleicht so. Das sehen wir dann, wir können das später noch ein bisschen nacharbeiten. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Cross-Processing-Effekt, das heißt rot. Wir werden jetzt in umgekehrter Reihenfolge erst einmal hier oder beziehungsweise eine S-Kurve ziehen, und zwar hier in diesem Kästchen und hier in diesem Kästchen. Also eine S-Kurve bei rot. Auch bei grün werden wir eine S-Kurve nehmen, die ziehen wir in etwa gleich hin wie hier. Man könnte das noch genauer machen, indem man hier die Zahlen eingibt, aber das möchte ich jetzt hier gar nicht machen, das könnt ihr natürlich machen. Und bei blau, und jetzt kommt eben der Sinn der Sache, Cross-Processing, machen wir das ganz genau in die entgegengesetzte Richtung, also eine entgegengesetzte S-Kurve. Und das eben ist dieser sogenannte Cross-Processing-Effekt. Ihr könnt euch das abspeichern, das mache ich mal hier. Klicken wir hier die aktiven Einstellungen als Vorstellung speichern, Voreinstellung speichern. Cross. Und dann könnt ihr den immer wieder aufrufen, wenn ihr das machen wollt. Das ist ein schöner Effekt, den kann man immer wieder mal benutzen. Und bestätigen mit OK. So, jetzt werde ich hier ja, die Ebenendeckkraft auf 50% herabnehmen, senken. Und werde hier rechte Maustaste nach unten vereinen. Zum Schluss kommend werde ich jetzt hier noch ein bisschen die Leuchtkraft der Farben zurücknehmen. Das bedeutet, wir gehen hin, gehen auf Farben, Komponenten zerlegen und zerlegen hier in den HSV-Farbraum. Und warum HSV-Farbraum? Weil wir hier den Farbton, die Sättigung und den Wert haben. Den Wert habt ihr vorhin schon bei den Kurven gesehen. Und den Wert, diese Wertebene, die brauche ich. Also deaktiviere ich hier alle anderen Ebenen, gehe auf Bearbeiten, Kopieren, zurück auf das Original. Wir duplizieren diese Ebene hier einmal. Rechte Maustaste, Ebenenmaske hinzufügen, weißvolle Deckkraft. Rechte Maustaste auf das Bild. Bearbeiten, einfügen. Jetzt haben wir hier so eine schwebende Ebene, die wir über das Ankersymbol hier in unsere soeben erstellte Ebenenmaske verankern. Dann gehen wir wieder zurück auf die Originalebene hier, gehen auf Farben, Sättigung und hier gehe ich zurück auf 0,800. Und ihr seht, durch dieses Verfahren wird hier insgesamt die Leuchtkraft des Fotos ein wenig zurückgenommen, und das war meine Absicht, damit es nicht zu sehr eben ja überstrahlt und nach vorne kommt oder zu satt ist. Also nehmen wir das hier bei 0,800. Wie gesagt, das ist ein Vorschlag, ihr könnt die Werte natürlich immer wieder verändern. Rechte Maustaste nach unten vereinen und jetzt können wir mal unsere beiden Fotos vergleichen. Das ist das Originalfoto, das ist auch schon sehr schön, und hier, das ist dieser sommerliche Look, den man gerne haben möchte, der so schön dynamisch nach vorne kommt, hier hinten das Meer und so weiter. Ist alles ganz wunderbar geworden. Hier sieht man das ganz deutlich. Und ja, das gefällt mir wesentlich besser als dieses hier. Ihr seht es, das Foto hier hinten, das Meer hat mehr so ein türkisfarben ist es geworden und so weiter. Und das ist einfach wunderschön. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig helfen, ein bisschen Freude machen, ein bisschen ja, Vorfreude auf den Sommer machen. Wenn es euch gefallen hat, baut's nach, macht schöner als ich, nehmt eure eigenen Sommerfotos, wandelt die Werte ein bisschen ab, so wie es für euch am schönsten ist. Und ja, für die neuen Menschen, die hergefunden haben, gleich kommt der Abspann, da kommt das Kanalsymbol. Wenn ihr da draufklickt, könnt ihr diesen Kanal abonnieren. Für alle Gäste und alle neuen Menschen, die hergefunden haben, nochmal und dieses Video anschauen. Ich bedanke mich sehr herzlich dafür, dass ihr das anschaut. Und natürlich bei meinen über 15.000 Abonnentinnen und Abonnenten mittlerweile. Und ich freue mich sehr, dass mein Kanal gut angenommen worden ist. Und es war auch viel Arbeit. Ich habe jetzt schon über 1.500 und
50 ungefähr Tutorials gemacht. Das ist eine Menge Holz in der langen Zeit, aber dennoch, es macht mir immer noch Freude, weil immer noch neue Leute hinzukommen und ich immer wieder Motivation finde durch Lob und durch Anerkennung. Und das ist natürlich wichtig, wenn man so etwas wie ich hier in einem Lernkanal macht. Ich danke euch allesamt. Herzlichen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Mal.